Ja klar, wenn man nach 20 Minuten das Ding verloren hat, dann ist es extrem bitter. Haben uns hier viel vorgenommen. Ja, sind die ersten 10 Minuten, glaube ich, noch ganz gut da gestanden, aber dann haben wir die Nüsse selber reingehauen und dementsprechend auch hinten gesehen. Zur Pause hast du den gegessen. Ja, also ich, Pokal ist ein anderer Wettbewerb, ist ein Wettbewerb für sich und ja, wir müssen das jetzt abhaken, werden die anderen sicherlich auch machen und dann konzentrieren wir uns wieder auf die Liga. Okay, danke. Bitte. Die ganz große Sensation hat heute nicht geklappt. Woran lag's? An zwei Fehler, oder individuelle Fehler von uns. Und wir haben uns eigentlich mehr vorgenommen für die erste Halbzeit, als wir gezeigt haben. Irgendwann daran lag das. Ja, nach der ersten Halbzeit war es im Prinzip schon gelaufen. In der zweiten konntet ihr relativ gut noch mitspielen. Große Chance, aber die konntet ihr auch nicht nutzen. Naja, mitspielen, die haben auch drei Gänge runtergeschaltet, wie man gesehen hat. Und ja, das Motors vorne nicht machen, ist natürlich schade, auch für die Fans. Und jetzt müssen wir uns auf Bremen konzentrieren, Bremen 2, und wir müssen da Punkte holen. Die große Überraschung ist heute ausgeblieben. Ja, wie bitter ist die Niederlage? Wie bitter ist sie? Natürlich sie ganz bitter, aber wir haben es natürlich, wir haben es Hoffenheim natürlich einfach gemacht durch individuelle Fehler und dann brauchen wir sich halt nicht zu wundern, wenn man dann gegen Bundesligisten ausscheidet. Ja, lag es wirklich an dem Klassenunterschied, oder? Nein, wir haben zu einfache Fehler gemacht und dann braucht man sich nicht zu wundern. Mit welchen Gefühlen geht man jetzt in das nächste Spiel? Das war jetzt ein Pokalspiel, ganz andere Situation. Ja, das war ein Pokalspiel, das müssen wir so schnell wie möglich abhaken, die Fehler analysieren und ja, die Liga kommt dann wieder, kommt wieder unsere Liga und dann müssen wir wieder, so wie wir es die letzten Spiele gemacht haben, müssen wir das wieder machen und dann erfolgreich spielen. Ja, schon erste Schlüsse aus dem Spiel jetzt gezogen, oder? Ja, wir müssen die individuellen Fehler abstellen, das müssen wir tun und ja. Was anderes kann ich jetzt erstmal nicht sagen. Natürlich ist man enttäuscht, aber wenn man natürlich die Fehler, die Gegner natürlich einlädt mit solchen Fehlern, die passieren, aber die dürfen halt oder darf man sich halt gegen Bundesligisten nicht erlauben. Hat es gesehen, wie eiskalt sie die Dinger dann verwandelt hat. Und dann braucht man sich am Ende nicht zu wundern. Aufgrund der ersten Halbzeit eigentlich sicherlich bitter, so wie die erste Halbzeit verlaufen ist. Aber zweite Halbzeit haben wir probiert, die erste Halbzeit nicht so zum Debakel, lass es werden. Ich denke, zweite Halbzeit haben wir uns sicherlich gesteigert, auch vom eigenen Spiel her, aber man hat auch gesehen, dass Hoffenheim einen Gang zurückgeschaltet hat. Und insofern ist der Sieg verdient gewesen. Waren es wirklich zwei Klassen Unterschied? Aufgrund der ersten Halbzeit, ja. Okay. Mit welchen Gefühlen geht ihr jetzt in das nächste Spiel? Das Spiel schnell abhaken und an die positiven Erfahrungen aus den letzten Spielen anknüpfen. Und ganz klar wollen wir das Spiel in Bremen gewinnen.